So, guten Morgen wieder, liebe Leute. 6:52 Uhr. Ich muss los, muss das Auto holen. Sehen wir uns gleich wieder. Erstmal guten Morgen. Die Doppelstunde. Ja, aber du bist doch vorbereitet, oder nicht? Du brauchst keine Angst zu haben. Konzentriere dich einfach, die Arbeit schaffst du schon. Ist das eine Arbeit, ja? Das ist eine Klassenarbeit, ja, die erste. Ja, okay. Ja, das schaffst du. Und wir haben uns auch auf nichts anderes konzentriert. Auch in Englisch haben wir auch nur Briefe, Stichpunkte geschrieben. Und in Deutsch auch nur Briefe, Stichpunkte. Ja, das, man weiß immer nicht, wenn man direkt jemanden gegenüber hat oder so, dann kann man natürlich viel besser reden. Ja. Oder ein persönliches Gespräch oder man schreibt halt einen Brief. Ne? Papa, ist doof, dass jetzt Corona ist und dass ich nicht mehr zu meiner Schule gehen. Ja. Also, ich würde zwar schon noch hingehen. Ja, ich würde immer hingehen. Ja, aber wieso machen sie jetzt alles in der Körnerstraße? Weil wir Abstand alle halten müssen. Das ist ein Quatsch. Ist auch real. Lass uns nicht darüber reden, über Corona. Ich hab keinen Bock auf Corona. Und ich bin so müde. Ich bin so tot, ey. Du bist ein Quatschkopf, ey. Na los, raus jetzt. Raus! Kommt noch ein Müll hier. Ja, oder Mikkel. Und das wieder mit. Wie auch immer, ich mache jetzt erstmal auf, pack erstmal alles raus. Bis gleich. Das habe ich wieder gebogen, gerade gebogen, also gerichtet. Ist jetzt ein bisschen kurz zwar, aber vielleicht kann man es ja als Blech nochmal irgendwie verwenden. Also es war ja einmal gefaltet, komplett so knapp zusammen. Jetzt das einmal ab. Können wir noch als Vorderblech, können wir das doch noch wunderbar nehmen. Ne? Also das ist jetzt zwar kein Hinteres mehr, aber ein Vorderes Blech wird das allemal. Fast 10 Uhr, wo war Wolfgang heute? Ist jetzt noch nicht da. Dann hole ich jetzt meinen Akku und guck mal, ob der überhaupt noch einen Mucks macht. Oder ob wir einen neuen brauchen. Und einen neuen werde ich nicht holen, dann werde ich das Ding ohne Akku verkaufen. Meine Gedanken könnt ihr ja nicht lesen. Ich rede von dem Roller, von dem E-Roller, den ich gestern gekauft habe. Das muss ich ja immer mal dazu sagen, weil manchmal springe ich auch einfach so zwischen den Themen. Wolfgang Zeitung, Akku. Ja, jetzt, ich habe mir gestern geladen, dann hat er irgendwann angefangen, hat das Netzteil irgendwann angefangen, komische Geräusche zu machen. Also ich hoffe, der ist nicht kaputt, der ist nicht defekt, der Akku, weil ansonsten wäre das halt das Todesurteil für den Roller. Also Todesurteil nun auch nicht gleich, aber eben. Das ist nicht wert, dann würden wir ihn maximal als Umbausatz hier liegen lassen und irgendwann mal irgendwas Flippiges draus bauen sozusagen. Aber das ist ja wie mit der Tante Paula, wenn die Papiere weg sind, beziehungsweise die wurden mir geklaut, hier offensichtlich aus dem Laden geklaut und dann wurde das Ding gestohlen gemeldet. Also das ist totaler Irrsinn. Naja, wo steht das hier? 1000 Watt Motoren und das eine hat einen 1000 Watt Motor und die andere Roller hat dann 500 Watt Motor. Aber damit kann man bestimmt schon was anfangen. So was. Schauen wir mal. Ich teste mal. Ah, der Roller fährt. Ich bin ganz glücklich eigentlich. So, jetzt muss ich nur noch irgendwann jeden Abend mal fahren. Ach so, das kann ich ja nur, wenn der angemeldet ist. Na, ich melde die nachher an und dann fahre ich das Ding mal. Ich muss ja den Akku mal leer fahren. Mal gucken, wie lange der hält. Da muss ich mal
Jo. Mal einfahren, erste Ding. Ist ja wirklich 5 Kilometer erst die fahren. Und die muss ich ja tatsächlich erstmal warm fahren, das Ding. Naja, gucken wir mal. Ne? Das ist meine Aufgabe für heute. Und dann ist die Kette auch ein bisschen wieder flutschi-butschi. Dann wird die nochmal geschmiert, nochmal gesäubert, nochmal geschmiert. Und dann kann das Ding verkauft werden. Also so würde ich den Union verkaufen. Aber ich meine, der Schild kann ja jetzt nicht mehr kosten. Jetzt gehe ich zu dem Versicherer dahin und weiß ich nicht, 20 Euro vielleicht oder irgendwas. Dann ist ein super Kauf gestern. Dennis war hier, der hat sich ein Fahrrad gekauft hier von der Straße hier. Naja, ich wollte es nicht haben und der Typ kam mir auch so ein bisschen halbseiden vor, ehrlich gesagt, aber Dennis will es heute auch zurückgeben, weil er hat sich heute mit ihm verabredet. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Hat ihm erstmal 10 Euro jemand gesagt, du, ja, den Rest gucken wir mal. Ich muss mir erstmal das überlegen, ich gebe dir erstmal einen Zehner. Und wenn der Typ heute vorbeikommt, dann war es wohl doch eine ehrliche Geschichte. Ja, aber er hat entweder wieder abholt oder wenn er nicht vorbeikommt, dann warten die Klaute dran. Und dann hat man 10 Euro in Sand gesetzt. Kann man nicht machen. Mit zurückverfolgen kann man das Rad nicht. Wenn nicht einer für 10 Euro abgibt, könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht. Das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Das ist totaler Müll und ist auch kaputt, das Ding. Da irgendwo gefunden haben wahrscheinlich. Aber ja, ist jetzt ohnehin so verkehrt. Muss auch nicht zwangsläufig, wie gesagt, geklaut sein. Hier mit so vielen Rädern werden hier rausgestellt oder so, die ein bisschen kaputt sind, wo sich Reparatur nicht lohnt für die Kunden oder für die Leute. Mir werden ja auch Räder geschenkt. Und das ist ein Rainbow. Da steht's. Völliger Schund, völliger Klump. Also das ist nichts. Ach, und der Valentin hat mir einen Schraubenzieher, habe ich das schon gezeigt eigentlich? Er hat mir einen Schraubenzieher, der mir zerbröselt war an der Hand. Den hat er mir mit der Fahrradkette zusammengeschweißt. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir aus Fahrradketten so Griffe machen. Allerdings hat er das nicht so gemacht, wie ich es wollte. Ich habe die ja so schön gelegt gehabt. Das hat er nicht gemacht. Aber egal. Das ist erstmal der Probe, der Rohling sozusagen. Der Probeguss. Zum Schrauben kann man den gut verwenden, auf alle Fälle. Der hat was. Ja, der andere, das wäre viel dicker gewesen, alles. Und es ist eine alte Kette, die wäre eh im Müll gekommen. Also insofern schon ganz witzig, so das eigene Werkzeug zu haben. Gucken wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wer hat das gesagt? Ich weiß es nicht. So habt ihr euch da nicht mehr abgeholt, ist ja klar. Ach, ich glaube, ich will jetzt was essen. Das riecht so gut, das ist ja Ja, das furchtbar. glaube ich. Ich habe auch Hunger, aber ich kann nicht. Das kommt mir schlecht vor. Nein, brauchst du nicht. Ich wollte das auch nicht machen. Ja, ich kann auch nicht. Ich habe schon Kaffee getrunken. Aber ich habe fast. Was? Kaffee habe ich heute schon. Hoch noch. Ja, auch noch. Das war mal nicht. Extra Johannes. Ich habe schon süd wie fertig geschnitten, also ich rufe nur noch ganz kurz dann um. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Das kann ich gleich mal sagen hier fürs Internet und die ganze Lüge rund um. Jetzt geht's los. Covid-19. Das hat unser Geschäft kaputt gemacht und ich fahre jetzt für. Den Namen darf ich ja nicht sagen, das ist ja Werbung. Überleg mal, für 8 Euro die Stunde. Ja. Ich will nur erzählen. Plus Trinkgeld, denn bei uns würde er immer Trinkgeld kriegen. Plus Trinkgeld. Bei Marlies gibt immer Trinkgeld und die wollen es noch nicht mal, die Leute. Kontaktfrei. Ja, nix. Ich habe bis jetzt nur einen, ansonsten haben alle relativ normal.
Ja, eigentlich, weil wir geben wenigstens immer Trinkgeld. Was nicht normal ist, den Fahrer 5 Stunden pro Tag fahren zu lassen und in den 5 Stunden am Tag erfahre ich, wie viele Kilometer ich gefahren habe. 64. 64 Kilometer, entschuldige. Warten. Na, rechne das mal hoch, was ein Vollzeitarbeiter fährt. Der fährt dann 1500 Kilometer im Monat. Das ist ja nicht viel, oder? Doch, es ist viel. Es ist so viel. Problem hat er auch noch. Ja, immer. Gibt's da nicht. Ja, der Vorderreifen war heute Morgen platt. Jetzt habe ich ihn aufgepumpt, jetzt hält die Luft. Aber die ist doch ein Problem. Ist doch scheiße. Ich habe eine Nadel zufällig hier. Ich könnte die reinstecken und dann haben wir Dann wird es mir zumindest besser gehen, wenn ich einen neuen Reifen kaufe. Weil ich meine, das kann Schlauch nicht sein. Ich bin unterwegs oder was? Ja. Nee, ich baue den jetzt ein. Mensch, ich kann ja bald hier eine Servicestation für Lieferanten aufmachen. Naja, na, das wäre schön. Aber immer nur das, was die Leute nicht wollen. Ja, genau. Ja. Ey, was die Leute auch bestellen, Alter. Um 10 Uhr morgens bestellen die bei McDonald's Fressen, ey. Und ich denke, warum? Da weißt du, so aussehen, wie sie aussehen. Ja. Na auch. Das ist ja... ungesund. Ach, sag bloß. Ja, ja. Ich habe auch gerade Fisch gegessen. Ja, Fisch ist gesund. Keine Sau weiß, ich meinte zu ihm, mach das irgendwas. Kannst du dir das aussuchen, wie du fährst? Du kannst die Schichten eintragen. Du musst halt eine gewisse Stundenzahl der Woche irgendwie erfüllen. Und ich hatte erst 22 Stunden pro Woche gemacht. Dachte dann irgendwie so nach den ersten 10 Stunden, das ist mir zu anstrengend. Das heißt ja jeden Tag so viele Stunden fahren. Auf gar keinen Fall. Und jetzt fahre ich immer so 1,5 Stunden von 11.30 Uhr bis 13 Uhr. Das Geile ist, wenn du in der Schicht anfängst, die ersten Aufträge kommen so um 5 vor 12. Ja, und dann fährst du drei Mal Essen aus und dann ist die Schicht schon wieder vorbei. Und dann verdienst du so um die 20 Euro mit Trinkgeld und so in 1,5 Stunden. Hallo. Ich wollte mich mal fragen, beim 28er-Raten Schlaufwechsel mit Ventilen, was kostet? Nicht viel, aber die kommen übers Telefon, piept dann, genau, das piept dann. Kannst du das annehmen oder musst du das? Ich muss die dann annehmen. Die sind immer im Radius von so 1,5 Kilometer maximal. Genau. Und dann adresse ich auch schon vorher. Und dann weiß ich schon, wo es hingeht, dann finde ich da. Gestern hatten wir tatsächlich auch was bestellt und voran war das dein Unfall. Du hast ja richtig so einen Tracker. Ja, ja. Das Fahrrad, wie das in die Straße eingebogen ist. Dann stand es vor der Haustür. Ich so, Tommy, jetzt klingelt er. Und dann ding. Ja, ja, ich weiß. Das ist total verrückt. Das ist schon krass. Ja, ich weiß, dass du da tracken könntest, geht alles. Ich bin dann aber... ein bisschen erschrocken. Das geht. Und ich habe den Fehler gemacht am Anfang, ich bin so schnell gefahren. Ich bin richtig schnell gefahren, immer normalerweise 30 Durchschnittstempo und die fahren alle nur 20. Das heißt, wenn da steht, Bestellung ist da, kannst du abholen, dann hole ich die ab und dann steht ja, du hast jetzt 20 Minuten zum Lieferzeit, ich bin aber schon nach 7 Minuten da gewesen. Dann denken sie sich, ach geil, Luft gleich den nächsten Auftrag. Schon ein Stück. 40 Jahre alt, der fahrt mit einem scheiß Fahrer Essen aus. Ich fühle mich wie so ein Vollidiot. Ey. Was sind die Nummer? Ich weiß nicht, ob jemand unsere Mülltonne geklaut hat. Hast du das vorstellen? Von dir unten oder was? Ja. Oh, nee. Metalltonne, so richtig. Ach, eine Mülltonne. Die hat jemand mitgenommen. Ja, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Also, ey Leute, du hast nicht angeschlossen, was nehmen die mit? Das gibt's doch nicht. Ein bisschen komisch da, fand ich. Ja, das gibt's ja nicht. Aber diesmal kommen wir ein bisschen früher, jetzt habe ich hier schon hingehangen. Echt? Weil ich ja auch nicht weiß, wohin mit den Dingern. Ey, was ist nach Montag, ne? Ja, heute sorry. Heute ist Mittwoch. I'm so sorry. Ja. Der Typ eigentlich von Haus aus schon Verzugszünden. Ja, die Kerzen läuft da. So, na denn, aber meine Großzügigkeit möchte bitte belohnt werden. Ja, einen Kaffee mit ihm. Einen Kaffee? Ja, bitte. Achibu. Hat er den verkauft? Nee, der hat er beliehen. Beliehen? Beliehen, ja. Ah, mehr Schrauben drin. Ich hab den wieder neu geschweißt. Aber dann ist mir immer, der ist mir schon ausgegangen, den Werk. Bruno beleiht hier manchmal auch Sachen und das habe ich jetzt mal so gemacht mit sich. Hör ich dann, zum Schrottpreis. Nicht mal Schrottpreis habe ich sie beliehen. Einfach nur beliehen. Beliehen heißt ausgeliehen. Ich habe ihm Geld geliehen dafür, Geld geborgt dafür. Ach so, dafür, dass er die hier lässt. Ja, als Pfand sozusagen. Okay, und jetzt kriegt er den Pfand wieder mit. Ja, cool. Jetzt kriegt er die Lampen wieder und kann die jetzt teurer weiterverkaufen und ich habe meine 20 Euro wieder. Ja, 20 Euro. Letztes Mal waren es 50. Hat es schon wieder gebracht?
Die letzte Person, aber... Die letzte Person? Die, ich weiß nicht, wie sie heißt. Mit dem roten... Ja! Und wie sieht's aus mit... Alles so spannend und... Irgendeine Frau, die Fahrrad braucht. Genau, welche braucht. Oh, komm, komm. Ah! Oh. Neue Born? Ja, mach geil. So geil. Ja. Na, dann pass gut auf ihn auf. Ja, ich geh kurz klein holen. Ja. Scheiße, jetzt haben sie ihm Hund die Kugel frei. Fass es nicht. Scheiße. Der arme Hund, ey. Ja, reservier dich schon mal, bevor der noch wegkommt hier für deinen Kollegen. Oh. Ja, so ist das wieder, ne? Ja. Online. Auf Sendung. Ohne Leine. Ohne Leine, ja. Haben wir ja gerade gehabt, ohne Leine. Der Schieß. Ich hab das verbogene Blech von gestern. Mach ich mal wieder. Das war wieder ausgelost. Das war geknickt immer so, ne, zusammengefaltet. Ich hab wieder gerade gemacht und hab's mal in meiner Farbe lackiert. Wahnsinn. Kurz angeschliffen. In der Farbe deiner. Na, in meiner Ladenfarbe. Ja, lass mal so. Dann kostet ca. 20 Euro nochmal wieder. Okay. Und dann, die anderen Dinge sind mehr... schöne Dinge, ich möchte diese schwarz. Diese kann hier sein? Oder? Nee. Okay. Space habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja der Wahnsinn. Okay, dann lass das. Hab ich mal gemacht. Ja? Eine Zeit lang, ja. Hast du mal eine Zeit lang gemacht? Oh, das Rohr gedreht. Ah, okay. Ah ja, ich habe auch noch so alte. Aber den war ich hier nicht übernehmen. Ah, ja. Hat jemand auch gemacht? Hat jemand gemacht, weil er zu faul war zu kürzen, die Gabel ist ersetzt worden. Ja, dann wird es ja auch nicht Gewinde nachschneiden. Also. Okay, das ist schon weiß. Kann sein, dass der Griff am Ende ein bisschen... Verunsichert sie nicht, die versteht nicht. Okay. Der Griff ein bisschen schwarz ist. Very English, we can. Ja. Steel. Ich habe ein bisschen anders gemacht, aber ja, das war sehr teuer. Weil das war gebrochen. Morgen, Herr Böhner. Zweimal wieder. Ich musste ein neues Dynamo, weil das ist ein bisschen... Klingel. Dynamo. Dynamo ist hier. Okay, Dynamo, ja. Ist ja immer noch Corona-Welle. Hier ist immer noch Corona. Ah ja, das hatten wir schon mit dem Doktor. Ja. Dr. Strange, was sagen Sie dazu? Was sagen Sie zu der Corona-Welle, Dr. Strange? Hattest du schon, bist du schon durch? Ja, ich bin schon durch, ich hab konzentriert. Corona-Boy? Ja, ich bin schon koronisiert, auf jeden Fall. Sind wir nicht alle ein bisschen koroniert? Ja. Ich hier, genau. Du kannst nur das Land verlassen. Dieser Schleier, das ist echt ein Ding. Wo ist denn Alex Schaf? Ich dachte, der fängt jetzt wieder an zu blöken. Da kommt ein bisschen was, aber ist nicht so, oder? Die husten nicht mal. Macht das nicht mehr. Ja, die? Ja. Die haben höchstens was in den Augen. Alter, seit gestern schon, ich schwör's dir. Ja, die stehen wahrscheinlich, kommen die um 5 Uhr morgens und fangen dann an, da rumzustehen. Wie kann man sich eigentlich, ne, eigentlich zum, war schon im Winter immer so schlimm, zum Arzt zu gehen, echt, und zu warten, und wie halten die Ärzte das aus, so viel Andrang zu haben? Ist ja wie im Fahrradladen, ey. Schlimmer noch. Hier im Fahrradladen ist es ja noch erträglich, keine Schlange oder sowas, ne, aber wie fühlt sich der Arzt, ne? Irgendwann. Weißt du? Irgendwann. Überleg mal, wenn du so eine Schlange stehen lässt, Tommy. Vom Laden, ey. Dann kannst du ihn einfach zumachen, Tommy, und schneiden. Ja. Machen wir einfach gut. Ein Puls. Völlig lax. Ist der noch an? Ja. Dennis? Dennis schreibt Dennis. Ist ja lustig. Ist ja lustig. Das verstehe ich nicht. Jetzt aber schön gewickelt bekommen. Was für ein Ding? Den Lenker gewickelt bekommen. Das ist ein 17er hier. Hm? 17er ist, hab ich noch nie gesehen. Unten ist einer, 15er. Da hinten liegt einer.
Oh. Die lenkt sich schon so. Das ist mir jetzt schon mal passiert. Ich habe gekontert und auf einmal plock. Okay, ja, was ist der brennende Punkt so irgendwie? Ich kann gar nicht mehr aufhören. Aber gar nicht mehr aufhören. Ja. Der Hartstahl, was das betrifft, genau an der Stelle, der ist meistens ziemlich hart. Wie geht man Rad raus? Der Bürofrau willst du es nicht alleine, oder? Also, es ist natürlich, ich würde es schaffen, aber. Mann, ja! Ist okay. Weil es ja schon geübt. Achse ist da wo? Weil die Fahrschule ausfallen und so, aber. Scheiße. Fahrschule. Bei der. Weißt du, wenn der Schraubkranz sich löst, selten, aber manchmal, wenn wir weit rausfahren, dann lösen sich erst die beiden äußeren und. Ja, grüne. Das ist dann halt so. Genau. Ja, gleich die Achse gebrochen. Ja. Da ist natürlich mir schon passiert, dass einer hier auf der gefahren ist und dann hat sich der Rest von der 5-Schraubkranz-Kassette der IUG gelöst. Aha. Und dann hatte ich nur noch 3. Dann habe ich die anderen einfach weggebrochen tatsächlich. Ja, als wäre die mal heiß geworden. Also. Aber der Freilauf, der klang echt super noch. Ja, leg's mir um euch. Leg's mir um euch. Acht. Warte jetzt. Ich hab's. Das ist eine Rollenbremse. Also da springen die Leute weg, so spring gerichtet ins Rad, so. Ich schreie da auf der anderen Seite von der Strecke bei so. Achtung, halt, hier ist der Zoll. Die Bremse ist verboten. Es ist ein Seiteninstrument. Ja genau, ich bin meine selbe Bremse. Nee. Banane. Also, kein Einstellen der Bremse möglich, weil wir kein lassen es Zentrieren. Sein. Es ist gefährlich. Weil kein Zentrieren des Hinterrades möglich. Gesund wäre. Wir lassen es so, wie es ist. Es ist nämlich eine Stahlfelge. Naja, aber die sind Zinkspeichen und so angerostet. Bei den vorderen ging es ja noch. Kannst du sie gerade nochmal verdrehen, ey. Und dann, nee, wenn du da irgendwas machst, dann bricht dir alles weg. Also genau, ich habe gerade erzählt, hier, Entschuldigung. Ja. Dass mir da mal einer weggerissen ist. Ein Zahn weggebrochen. Zack, hat sich da mitgedreht und dann musste ich die abbrechen. Da hatte ich nur noch 3 von den Freilauf. Und dann hatte ich nur noch 3. Und dann hatte ich nur noch 2. Gib mir jemand ein Huret. Ja, genau. Umwerfer. Uret. Der Umwerfer. Also nicht zu verwechseln, deswegen, er muss sich nicht rausschneiden. Er hat nur einen Sprachfehler. Huret. Ich habe Huret. Ich habe Toret. Wie heißt denn das? Wie wird denn das ausgesprochen? Na, Hul. Jure. Huret. Jure, ja, google doch. Wie wird Google Aussprache. Ja. Keiner weiß es. Huret. Ist es Sachs? Ja. Ja, hier, Mr. Google ist schon wieder. Wie wird Sachs Huret ausgesprochen? Aber wenn er es erkennt und wenn er jetzt nicht das Kranzen noch mit reinnimmt. Boah, was ist das denn? Huret Fahrerkomponentenhersteller. Sachs gehört seit Mitte der 1990er Jahre wiederum zu Swamp. Nein. Furchtbar auch, furchtbar. Na gut, okay, aber jetzt mal rein. Durchziehen ein bisschen. Ja, hier bei dem Dynamo-Problem, was das Rad hier hat. Biegt jetzt mal ein bisschen, halt ein bisschen den Kontakt gebogen. Also kann ich das auch nicht, nicht zeigen. Will jetzt einfach nur vorankommen gerade. Was, der will was nicht zeigen, ist bestimmt Geheimnis. Ja, Geheimnis. Da, leuchtet. Wunderbärchen. Jetzt nehmen wir das Lämpchen. Ich werde dir natürlich sagen, dass es.
dass es an dem Ding gelegen hat. An diesem Dynamo selber. Aber das wird sie ja auch nicht erfreuen, weil der ist, wie gesagt, sobald das abbricht, Teil, ich glaube, da kann man ja nicht mehr allzu viel machen. Okay, nächster Rad, auch Lichtprobleme und so. Ich habe gesehen, gerade hier so eine Kleinigkeit wie mit diesem Kabelbinder. Also diese Zughalter, das mache ich jetzt so. Das ist jetzt nicht Auftrag, aber das mache ich halt nebenbei mal schnell. Aber dann hält es wenigstens. Licht geht, mal geht's, mal geht's nicht. Der perfekte Spruch. So ist das mit dem Licht, mal geht es, mal geht's nicht. Meinte die Kundin. Na, mal sehen, wenn es jetzt geht, kann man natürlich nicht machen. Jetzt läuft's. Da vorne an, da guckt ein Kabel ein bisschen weit raus. Vielleicht ist es da irgendwo, dass es ein Kontaktproblem gibt. Das ist der größte Fehler, den die meisten machen. Oder der häufigste Fehler. Der ist es. Genau. Die stecken dann nicht weiter noch drin, die Teile hier. Ja, schon. Schwupps. Jetzt dürfte er endlich laufen. Dürfte es keine Probleme mehr geben. Haben wir das auch gemacht. Ich meine, was soll das jetzt kosten? Ne? Was kostet so eine Reparatur bei dir? 5 Euro. Ist eigentlich der Grundpreis, muss man nehmen. Damit sich so was. Damit da ein bisschen was sich lohnt. Oh, Kompressor. Ich hab einen Kompressor an. Oh, der Tank ist alle. Was war das denn? Das war ja geil, das hat sich ja gut angehört. Hat die Dichtung innen drin geflattert. Na ja. Was machen wir? Langweilig ist mir. Zeig hat schon wieder erledigt. War jetzt noch ein paar Leute mit Lichtproblemen, also habe ich jetzt einmal eine Glühbirne getauscht, das war ich nur eine Glühbirne. Einmal habe ich eine Lampe vorne getauscht, komplett auch von Halogen auf LED, weil dunkle Jahreszeit beginnt. Die wollen alle richtig schön hell unterwegs sein. Und dann war einmal der Nahmdynamo. Habt ihr ja gesehen, diese Problem, Kontaktproblem. Ja. Ansonsten war jetzt nichts heute. Auch ein bisschen öde und es ist schon bald wieder Feierabend. Da liegt jetzt schon, wird jetzt schon dunkel, liegt dem Feierabend entgegen auf alle Fälle. Also 2,5 Stunden sind es noch. Das ist für mich bald Feierabend. Da muss ich echt mal überlegen, was ich jetzt noch mache. Ja, und der letzte Auftrag des Tages ist wohl diesmal ein Schlauchwechsel. Also jetzt haben wir Licht gehabt. Noch heute, jetzt Schlauchwechsel. Achsmutter lösen. Schlüssel wegwerfen. Der ist nämlich immer nur für einmal gut. Was ist denn das für Hobbyschrauber? Hat ihn geschrieben? Den gesperrt, da habe ich jetzt ja kein Verständnis mehr für. Was sind denn das für Hobbyschrauber, Alter? Na, sag mal, was ist denn los? Hat das nun schon ein Problem? Das Problem mit Hobbyschraubern oder was? Ich mach das gerne. Und nur aus Hobby. Deswegen mache ich es ja vor 12 Stunden am Tag. Und ja, wir arbeiten auch als betreute Schrauben ist das hier eigentlich. Und ja, wir arbeiten auch mit absoluten Legasthenikern zusammen. Und ich selbst bin manchmal halt auch nicht ganz ein Taco auf der Schleuder. Also deswegen beschwer dich mal nicht, mein Freund.
Jeder, der hier muckt, der fliegt jetzt raus, gnadenlos, mir scheißegal, ist eine Diktatur hier, eine YouTube-Diktatur. Hallo. Ja. Diesmal hast du dich angeschlichen. Diesmal hast du dich angeschlichen, weil ich euch gesprochen habe. Ja, ganz genau, ich musste ja das auch zu Ende ausführen. Da hat nämlich einer schlecht einen bösen Kommentar abgegeben. Nein, war natürlich nicht. Ah ja, okay, böse. Meine neue Strickjacke. Na, da muss ich mir doch gleich mal meinen neuen Kontostand angucken. Das ist bestimmt wieder ein Stück in den Wiesen. Naja, du willst immer irgendwie fragen, Spätkauf, willst du wieder Geld haben, noch mehr Geld ausgeben und so weiter und so weiter. Recht. Habe ich recht? Ja. Ja. Und diesmal muss ich dir sagen, nee, ich will nicht. Was willst du dir denn holen? Diesmal will ich keine Schuld. Was willst du dir denn holen? Hat der irgendwas Papa fragen. Vom Duden. Ich weiß nicht so ganz. Traust dich nicht zu sagen, nein, ist ja Ding. Ich weiß nicht. Vielleicht hole ich mir aber Toffifees. Ich höre ich weiß nicht ganz. Mann, haben wir nicht genug Süßkram zu Hause? Nee, gar nicht. Doch, haben wir. Gummibärchen ohne Ende. Sind doch von euch. Zu viele. Sind doch eure. Nee, sind nicht unsere. Eure Gummibären. Mann, hast du schicke Schuhe? Ja, sind von dir. Ja, die gab's ja von Bruno. Ja. Da kommt Kutscher. Oh nein. Wir müssen uns verstecken. Ich kann mich runter. Ich sehe keinen. Ja, vielleicht habe ich mich ja auch nur verhört. Das war ein Klackerschuh. Ich habe mich verhört. Luki, was ist denn mit sportlichen Aktivitäten eigentlich so? Gemacht. Du willst immer nur fressen. Ja, hast du nicht gesagt, du willst auch ein bisschen trainieren? Ich will ein Fahrradwettrennen machen. Soll ich denn jetzt 2 Runden im Block fahren? Um Block fahren? 2 Runden, ey. 2 Runden um Block rennen kannst du. Aber das trainiert man dann auch für Fahrer? Ja, na klar. Die Beinmuskulatur. Auf Wiedersehen. Ich aber dann. Nochmal. Tschüss, gleich weg. Tschüss. Tschüss. 2 Runden um Block. Ich rufe dann einmal rein, wenn ich die erste Runde. Ja, ich bin hier. Ich habe ja Fenster offen. Tschüss. Ja. Ich bin mal gespannt. Let's go. Guck mal, Hose. Hat aber ein Video alleine geschnitten, schaut mal auf ihrem Kanal. Hat es alleine produziert und alleine geschnitten. Gerendert habe ich es dann. Also, da macht ja eigentlich der Computer, aber die Knöpfe gedrückt habe ich dann. Und hochgeladen. Ja, wollte es unbedingt machen. Video. Neues Video auf ihrem Kanal, Schleim. Ich hasse Schleim. Diese Schleimsache. Ich hasse es abgrundtief. Ja? Thomas, da klopft jemand an deiner Tür. Da klopft jemand an meiner Tür? Ja, dort hinten. Da hinten, wer denn? Keine Ahnung, eine Frau. Ja, Kundin. Dann glaube, die steht jetzt schon hier unten, ne? Du die steht schon unten in deinem. Ja. Irgendwo. Danke für die Meldung. Ja. Komm mal ganz nach vorne, dann kannst du sie sehen. Ja, ich sehe sie schon, sie kommt zu mir. Oh mein Gott, soll ich wegrennen? Soll ich mich verstecken? Nein. Komm doch zu ihr. Ja. Ja, ja, das macht er. Ich muss ins Theater. Und da spielst du hier die weiße Unschuld oder was? Nein, und ich würde jetzt zu spät kommen und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen, das kurz hochzuziehen. Ich glaube, das ist mir einfach nur passiert, weil ich den Gang nicht reingelegt habe. Was ist denn immer? Manchmal. Ab ins Theater. Das ist ein Traum. Nee, nie wieder. Nie wieder. Aber Vorsicht. Danke, danke. Ja, bitte.
Na dann. Ja, alle Tüte. Viel Spaß. Ciao. Hallo. Hallo. Das war Runde 1? Ja. Okay. Ich bin tot. Hey, hey. Ich mach noch eine. Eine schaffst du noch, na sag mal. Tschüss. Da kann man mal sehen, wa? Wenn man nicht trainiert oder so, wie schnell das abbaut. Das sieht ja, bei mir dauernd. Ey, ich muss unbedingt im Winter wieder anfangen mit Training. Nehme ich mir jedes Mal vor und schaffe das nicht. Ich habe zu viel zu tun. Ja, ich werde nahtlos. Ich werde ja nicht so machen. Also mit dem Praktikum, das hat sich noch erledigt. Da kam. Bis jetzt ja nicht weiter, außer hier File-Service. Danke für das Angebot auf alle Fälle. Ja, ich habe E-Bike-Geschichten, ja, das ist geil. Eigentlich müsste ich da auch mal aufspringen auf den Trichter. Ne? Also mit E-Bikes hier im Keller will ich das nicht unbedingt machen, das ist mir einfach viel zu schwer. Vom Handling her. Aber mich da weiterbilden und was lernen, das ist nie verkehrt. Aber diesen Winter läuft es wahrscheinlich so, ich werde einfach zumachen und werde mich echt auf meine Sachen konzentrieren. Ich habe hier noch zu tun. Komm mal. So denn, raus damit. Meine Tochter ist wieder da. Und willst du immer noch einen Süßkram? Ja. Dann noch zwei Runden im Block. Nein. Ja, also keine gute Atmung. Dann musst du öfter, dann morgen wieder. Man wird ja nicht jedes Mal belohnt mit Süßkram. Das kann man nicht sehen. Danke, Bibi. Danke, willst du auch was? Ich möchte nichts. Ich mag nichts. Ah, fällst du wieder ein hier? Oh mein Gott. Was ist los? Hey, bin ich hier gerade, ey. Du bist aber die Baustelle, wird zum Spielplatz, ey. Du bist aber ganz schön spät. Welche Baustelle wird zum Spielplatz? Ja, ich war Fahrradfahren, mein Junge. Das war echt schön. Ich habe hier eine Formula CR, schon mal gehört? Nee. Das ist wahrscheinlich Cyclocross, ne? Ja. Hi. Hallo, hallo. Fertig? Ja, ja. Cool. Ich hatte nicht genau, wo du blöd so umgeknallt sollte das hinhauen. Ja. Super. Genau. Ja, bei dir war noch... Ein Problem haben wir. Okay. Und zwar das Hinterrad. Also Vorderrad ist gemacht, ist okay. So gut es ging. Okay. Ne, wieder gerade. Hinten lassen sich die Speichen nicht zentrieren. Also die Achse ist gemacht hier, das ist in Ordnung. Okay. Ja. Aber auch das Rad geht. Das müsste man eigentlich tauschen. Das soll man eigentlich austauschen. Die Gabel ist auch gerade. Klingel. Getauscht. Naja, das kann man nicht enger einstellen, weil ja das Rad so. Das ist das Problem. Deswegen sind die 5 Euro weg, aber dafür ist die Klingel dran und deswegen ist der gleiche Preis. Also wenn das dann gewechselt ist, dann können wir natürlich auch die Bremse noch ein bisschen anders einstellen. Naja, wie auch immer, was soll man sagen? Außer Feierabend, Viertelstunde noch. Einpacken. Einpacken haben wir schon. So gut. 8 packen, minus 7 packen, gleich einpacken. Also so wäre ein schöner Tag, ich setze die Sonnenbrille auf und gebe mir ein bisschen. Ja, geile Farbkombi eigentlich, muss ich echt sagen. Blau, schwarz, rot. Besser der Sattel muss sein kannst du den Fahrrad. Genau, tschüss! Region, wollte man noch sagen. Mach dich gut, bis dann, ciao, sagt Tommy und der. Ich. Der mit dem blauen Draht. Irgendwie. Sitz. Das war jetzt echt cool irgendwie. Ciao. Ein Kreis.